Johannes hier von newgadgets.de und wir testen heute Forza Horizon, das neueste Rennspiel aus dem Hause Microsoft Studios. Hierbei handelt es sich um ein Open-World-Rennspiel, das sich um das fiktive Horizon Festival in Colorado dreht, bei dem man natürlich das schnellste, beste und schönste Auto haben muss. Wie bereits erwähnt, Open-World, wir haben hier die Karte und sehen dort die einzelnen Rennen, die wir fahren können. Wir können uns hier frei bewegen und einfach die Rennen wählen, die uns interessieren. Wie sich für ein Rennspiel gehört, haben wir auch eine riesen Auswahl an Fahrzeugen. Hier seht ihr allein schon die Hersteller. Wir haben über 120 Fahrzeuge, also für jeden etwas, wie ihr sehen könnt. Ein Auto von der Stange kommt bei solchen Rennen nicht weit. Wir müssen auf jeden Fall auch tunen, und zwar optisch wie auch in der Leistung. Und für die Ganzfahrung gibt es das Auto-Upgrade. Dort müsst ihr einfach nur eine Klasse auswählen und schon wird aufgemotzt. Wer aber dann doch ein bisschen Individualität reinbringen möchte, der geht auf das Individual-Upgrade und kann dort, wie ihr sehen könnt, einzelne Komponenten auswählen und diese optimieren. Ihr seht auch, wir haben hier namhafte Hersteller. Aber es geht ja hauptsächlich um die Rennen. Ihr seht, wir haben hier eine ländlichere Gegend, können aber auch eine Strecke in der Stadt wählen, das gibt es auch. Und was ganz besonders ist, hier haben wir beispielsweise ein Rennen gegen ein Flugzeug, also das ist mal was ganz Neues. Und die Geschmäcker sind natürlich verschieden, nicht jeder mag diese Sichtweise, deshalb gibt es hier natürlich auch noch das Cockpit mit Tacho. Mir gefällt das jetzt persönlich nicht so gut, sondern eher hier diese Ansicht mit der Motorhaube. Mit der fahre ich eigentlich am liebsten, aber dann gibt es auch einfach noch die freie Sicht. Einfach nur die Rennstrecke. Ihr seht, wir können hier auch nachts fahren und wie man sehen kann, haben wir hier sehr viele Details. Ihr seht das Feuerwerk im Hintergrund, die Lasershow, also wirklich sehr, sehr cool und sehr schöne Grafik. Da wird auf jeden Fall die Xbox 360 ausgereizt. Natürlich gibt es auch ein Schadensmodell. Das können wir uns hier anschauen. Ihr seht, das Auto ist auch schon ein bisschen ramponiert. Wir gehen damit nicht zimperlich um. Seht ihr gerade. Außerdem würde ich euch mal empfehlen, euch die Landschaft anzugucken. Die sieht nämlich wirklich sehr gut aus, meiner Meinung nach. Das war Forza Horizon, ein Open-World-Rennspiel aus dem Hause Microsoft Studios. Für jeden, der Rennspiele liebt und eine Xbox 360 zu Hause stehen hat, auf jeden Fall ein Muss. Es ist derzeit wohl das beste Open-World-Rennspiel auf dem Markt. Und jetzt habe ich für euch noch ein komplettes Rennen im Anschluss. Also vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch gebt und meinen YouTube-Channel abonniert, wenn ihr es nicht schon getan habt. Ciao!